So, wir sitzen hier wieder auf unserem schönen roten Sofa vom Familienforum der Stadt Münster. Als nächsten Kandidaten im Interview habe ich Herrn Köhnke von der SPD. Willkommen, Herr Köhnke, zu unserem kleinen Gespräch. Wieder geht es um familienpolitische Fragen, die wir stellen werden. Wir haben den anderen Kandidaten gleiche, ähnliche Fragen gestellt, um für den Bürger, für den Wähler eine Vergleichbarkeit hinzubekommen und sehen zu können. Und da wollen wir mal sehen, was wir von Ihnen heute erfahren können. Ich möchte beginnen, Herr Köhnke, mit der Tagespflege als Thema. Laut Kinderbildungsgesetz ist es so, dass die Kindertagespflege über Tagesmütter oder Tagesväter, Tagespflegepersonen und in den Kindergärten gleichberechtigt und auch gleichwertig sein soll. Sehen Sie diese Gleichwertigkeit in beiden Einrichtungen? Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung sind da zwei verschiedene Punkte. Die Frage der Gleichwertigkeit würde ich zunächst mal bejahen in der Frage, dass auf beiden Ebenen Fachpersonal für Kinder tätig ist und sich um die Kinder kümmert. Gleichwertigkeit, da wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Die Rahmenbedingungen für die Pflege sind durchaus schlechter oder schwieriger. Das beginnt bei solchen Fragen wie Urlaubszeiten oder Vertretungszeiten, geht durchaus auch bis hin zur Finanzierungsfrage, sodass das deutlich nicht die gleichen Rahmenbedingungen sind. Kindertagesstätten haben da durchaus aufgrund ihrer Größe und aufgrund der institutionellen Absicherung eine etwas stärkere Position. Letztlich zeigt sich das auch in der Nutzung der beiden Möglichkeiten, Kinder zu versorgen. Sehen Sie konkreten Bedarf in der Kindertagespflege, der auf politischer Ebene dann in Angriff genommen werden muss, wo etwas geändert werden soll, wo etwas getan werden muss, um Kindertagespflege eben auch auf die Ebene Kindertagesstätten, also Kindergärten zu bringen? Ich habe das eben schon angesprochen. Also ich glaube schon, dass wir da Nachholbedarf haben in der Frage der einmal der Finanzierung. Es wird ja über eine Kopfpauschale finanziert. Und zum Zweiten auch bei der Frage, wie sieht es aus mit Urlaub, mit Krankheitsvertretung und solchen Dingen. Da meine ich, ist Nachholbedarf und letztlich sicherlich zum Vorteil auch der Pflegenden. Aber ich habe da eher noch die Kinder im Fokus, auch zum Vorteil der Kinder. Die Kindergärten stehen wahrscheinlich, soweit sie in städtischer Trägerschaft sind, vor einem weiteren Streik, der aller Voraussicht nach Mitte Oktober sein wird, sein kann. Es gibt eine Art Notfallprogramm seitens der Stadt. Wie meinen Sie, müsste so ein Notfallprogramm aussehen? Wie kann man Ihrer Meinung nach die Eltern am besten mitnehmen in dieser ja doch durchaus schwierigen Zeit für einige Familien? Und was sehen Sie, ist vornehmliche Aufgabe des Jugendamtes, um eben die Eltern entsprechend zu informieren? Bevor ich Ihre Frage beantworte, möchte ich schon auch einen Satz noch zu dem Thema der Streiks sagen. Ich bin der Auffassung, dass diese Streiks eine Berechtigung haben, weil die Frage der Anerkennung der Pflegeberufe, der Anerkennung der Erziehungsberufe und der Sozialberufe, diese Frage ist gesellschaftlich zu stellen und sie zeigt sich natürlich in Deutschland durchaus auch in der Frage der Finanzierung der Berufe. Insofern meine ich, dass das richtig ist und dass ein demokratisches Recht und auch das Recht des Streikes in der Gesellschaft auszuhalten ist. Wenn Sie jetzt die zweite Frage stellen, wie sollte man in dieser Zeit umgehen, dann ist das ja mannigfach, es gibt mannigfache Möglichkeiten, die nebeneinander existieren sollten. Die eine Situation ist natürlich immer die, dass es letztlich eine gewisse Menge an Einrichtungen gibt, die so oder so geöffnet haben, weil wir Personal haben, das nicht mitstreikt, was vorhanden ist. Die zweite Ebene ist die Ebene, ja, ich sag mal, ich wünsche mir da ein bisschen mehr Flexibilität. Ich habe das in anderen Städten gesehen, dass es durchaus Träger gab und auch Kommunen gab, die mit den Eltern gemeinsam Agreements geschaffen haben, die dann gesagt haben, okay, es ist nicht die pädagogische Wertigkeit der Versorgung der Kinder während dieser Zeit gesichert, aber wir geben euch mindestens die Räume,
dass ihr das Minimum erreichen könnt, und zwar die Versorgung eurer Kinder. Das geht natürlich nur dann, wenn ich einige Eltern habe, die bereit sind, willens und fähig sind, in dieser Phase zu helfen. Da geht es um Solidarität unter Eltern und Solidarität für die Kinder. Ohne dass ich damit sozusagen streikbrechend wirken möchte, meine ich, man muss beide Ebenen betrachten. Man muss betrachten, dass es viele Eltern gibt, die sind auf die Einrichtung angewiesen. Die können nicht anders, die müssen arbeiten. Und es gibt auf der anderen Seite eben Erzieher und Erzieher, die um ihre Rechte kämpfen. Und das, meine ich, kann man so durchaus untereinander in Einklang bringen. Sehen Sie die Aufgabe in der Verwaltung, die Eltern und die Örtlichkeiten zusammenzubringen? Ja, die würde ich durchaus sehen. Denn wir sind ja zwar auch beteiligt im Tarifkonflikt, das ist das eine, aber wir sind natürlich da insgesamt für die Daseinsfürsorge in dieser Stadt. Und zur Daseinsfürsorge gehört, Entschuldigung, von der Wiege bis zur Bahre alles, was für den Menschen in dieser Stadt wichtig ist. Und alles, was existenziell wichtig ist, natürlich ganz besonders. Insofern ist hier, wie aber auch in vielen anderen Bereichen, die koordinierende Aufgabe der Verwaltung gefragt. Ist die in Ihrer Ansicht nach ausreichend? Also wir haben ja schon Streiktage gehabt. Die Verwaltung konnte schon zeigen, was sie in einer solchen Situation tut oder zu tun gedenkt. Oder muss da noch mehr getan werden, als es in der letzten Streikphase gewesen ist? Ja, Sie wissen ja genau, dass es in der letzten Streikphase viele Probleme gab. Insofern ist es eindeutig so, dass viele Probleme nicht gelöst wurden und Eltern und Kinder letztlich auch ohne Platz und ohne Versorgung dastanden. Insofern ist das durchaus verbesserungswürdig oder bedürftig. Und ich gehe auch davon aus, dass wir das in der Zukunft etwas besser hinkriegen. Wir sprechen in der Regel von Kita-Streik. Dieser Streik umfasst natürlich nicht nur die Kindertageseinrichtungen, die städtischen, sondern umfasst weitere soziale Berufe. Insgesamt die sozialen Berufe arbeiten daran, eben eine Aufwertung zu erfahren. Und das betrifft selbstverständlich auch den offenen Ganztag. Im offenen Ganztag ist dies nicht so sehr zutage getreten, weil Stunden aufgefangen wurden durch Personal, was geringfügig beschäftigt war, durch Lehrer, durch Ehrenamtliche. Nun möchte ich Sie bitten, mal die Sicht eines OGS-Kindes einzunehmen, die Sicht eines 8-9-jährigen Grundschulkindes. Wie stellen Sie sich persönlich Ihren offenen Ganztag vor? Was möchten Sie tun in dem Moment, wo der Unterricht, der reguläre Unterricht endet? Naja, als Kind habe ich eigentlich die Interessenslage, dass es einfach nur Spaß macht, dass es schön ist, dass ich tolle andere Kinder um mich herum weiß und dass die Erwachsenen, die um mich herum sind, Fürsorge für mich haben und dass ich ihnen vertraue. Das ist der, ich glaube, ganz normale Kinderblick, der auch legitim und richtig ist. Ich würde den aber jetzt gerne ein Stückchen erweitern wollen, denn das Kind alleine soll natürlich so erreicht werden, aber ich wünsche mir natürlich, dass die Kinder während dieser Zeit auch in allen Bereichen einen Bildungsgewinn haben. Ob es der soziale Bereich ist und die soziale Kompetenz ist, ob es der sportliche Bereich ist oder auch der intellektuelle Bereich im klassischen Sinne, die Dinge liegen nebeneinander. Aber das erwarte ich dann im offenen Ganztagszug schon und soweit ich das wahrnehme, findet es auch statt. Wo sehen Sie da Baustellen im offenen Ganztag? Also es ist ja schon so, dass die Angebote, so wie sie eigentlich gefordert sind, nach dem Sinn von offenen Ganztag, Fortführung des frühmorgendlichen Programms im Prinzip, des Lernens, dass das in den OGS hineingetragen wird, in den Nachmittag, an vielen Stunden Schulen ist dies nicht möglich. Wo sehen Sie da die wesentlichen Baustellen, um dieses Konzept grundsätzlich umzusetzen in Münster? Na, eine der wesentlichsten Baustellen, die ich sehe, die ist aber, ich glaube, heute noch nicht so ganz vorne an. Das ist ein Mehr an Akzeptanz von Vereinen, Verbänden, die eben nicht so groß sind, vor Ort existent sind und eigentlich auch bereit sind, mitzuwirken. Da sind migrantische Vereine, genauso wie Sportvereine, genauso wie Vereine, die sich in irgendwelchen sozialen Bereichen bewegen,
die sind zu großen Teilen vor Ort. Sie sind auch willig, aber bislang nicht ausreichend gefragt nach meinem Verständnis. Ich würde gerne dort in diesem Bereich mehr Pluralität sehen und auch mehr unterschiedliche Herkünfte. Offener Ganztag braucht Raum. Ich spreche auf die Raumstandards an, die derzeit herrschen oder gelten. Offener Ganztag braucht Raum. Das heißt, die Kinder müssen sich natürlich im offenen Ganztag irgendwo frei bewegen können, um ihrem Bewegungsdrang auch nachzukommen. Dieser Raum ist ja momentan nicht vorhanden oder nicht in ausreichendem Maße. Die Zahl der Schüler, die in den offenen Ganztag gehen, wird voraussichtlich steigen. Zusätzlich werden wir wahrscheinlich auch noch Flüchtlingskinder mit aufnehmen in den offenen Ganztag, was derzeit auch schon passiert. Wo sind da die Ansätze, diesen Raum tatsächlich für die Schüler zu schaffen? Zunächst den einen kleinen Satz, gestatten Sie ihn mir. Ich freue mich über jedes Flüchtlingskind, das in den offenen Ganztag geht. Das finde ich eine der ganz großen Errungenschaften, dass wir diese Kinder komplett aufnehmen. Und die sind auch nicht das Problem. Das Problem sind nicht die Kinder, das Problem sind auch nicht die Konzepte. Das Problem liegt eigentlich daran, dass wir zu wenig Raum insgesamt haben. Dieses Problem macht sich natürlich im offenen Ganztag bemerkbar. Es macht sich auch bemerkbar, wenn ich die Themen Inklusion denke. Auch dort fehlt uns eigentlich der notwendige Raum. Das ist schlicht und ergreifend eine Situation, die der Vergangenheit geschuldet ist. Wir haben die Raumkapazitäten in Münster zu eng berechnet. Wir haben die Entwicklungen der Schulen nicht so berechnet, so wie sie heute sind. Und stehen nunmehr mit, ja, ich sage jetzt mal doch leeren Händen da, wenn es um Raumkontingente geht. Deswegen meine ich, dass wir gerade jetzt ganz im Moment eine riesengroße Chance haben in der Stadt Münster. Wir wissen, dass wir bis 2040 50.000 Menschen zusätzlich in der Stadt haben werden. Das sind innerhalb von 25 Jahren 50.000 Menschen. Und wir wissen, dass wir während dieser Zeit pro Jahr auch nochmal roundabout 1.000, vielleicht 1.500 Flüchtlinge zusätzlich aufnehmen werden, was in 25 Jahren dann auch nochmal 25.000 Personen bedeuten würde, von denen, die dann auch in der Stadt bleiben werden. Die zweite Zahl, die kann man zwar nicht heute fest belegen, aber im Augenblick kann man eben sehen, dass der Großteil der Flüchtlinge, die zu uns kommen, noch anerkannt werden und damit dann noch bleiben werden. Ich spreche jetzt von Syrien, Eritrea und anderen Ländern. Und wenn man das weiß, dann ist genau jetzt die Möglichkeit, eine ordentliche und solide Planung nicht nur für das Bauen von Wohnungen, sondern auch für das Bauen von Schulen, das Bauen von Sporthallen, das Bauen von Sportplätzen, also von der gesamten Infrastruktur, dieses jetzt in Angriff zu nehmen. Und das ist die Chance, die Raumkontingente so wieder anzugleichen, dass man die theoretischen, pädagogischen Konzepte auch praktisch ordentlich umsetzen kann. Wir haben schon mehrfach jetzt die Flüchtlinge angesprochen. Parteiübergreifend kann man in Münster sagen, dass die Willkommenskultur, die die Münsteraner haben, die durch die Politik durchaus auch erarbeitet wurde, gut ist. Und da sind sich die Parteien insgesamt einig. Dennoch gibt es Sorgen, dass möglicherweise über den Einsatz und über die Kosten, die einfach auch diese Dinge kosten, die Unterbringung der Flüchtlinge und die Versorgung, dass diese zulasten geht von anderen sozialen Bereichen. Sehen Sie diese Gefahr? Also die Gefahr sehe ich zunächst mal in Münster nicht. Wir haben eine Situation, in der wir ein relativ gutes Konzept haben zum Thema Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Wir sind im Moment ein bisschen aus dem Ruder gekommen, weil ganz viele Flüchtlinge innerhalb einer ganz kurzen Zeit gekommen sind. Aber ich bin ja nun Konstrukteur dieses Konsens und ich bekomme von allen Parteien bis zum heutigen Tage zurückgespiegelt, wir wollen diesen Konsens, den wir gemeinsam entwickelt haben, weiterhalten und wir stehen durchaus auf deiner Seite, dass wir auch die Flüchtlinge in Zukunft ordentlich versorgen werden. Das ist in dieser Stadt eine ganz fantastische Haltung aller. Wir haben eine fantastische Haltung von extrem vielen Ehrenamtlichen. Wir haben aber auch eine ganz besonders hohe, niveauvolle Haltung von ganz vielen Eltern. Denn viele Eltern
haben zunächst auch Ängste gehabt, die berechtigt sind. Also nicht, dass die Ängste real sind, aber es ist berechtigt, Ängste zu haben für das eigene Kind. Sie hatten Bedenken, ob die eigenen Kinder mit gemischten Klassen gut lernen können, ob die Lernziele erreicht werden. Und diejenigen, die sich darauf eingelassen haben, die wissen im Großen und Ganzen, dass das sozusagen nicht nur ein Problem sein könnte, sondern sie wissen, dass es eine Bereicherung geworden ist. Und das zeigt sich dann auch in der Interaktion zwischen verschiedenen Eltern, sodass wir eigentlich im Moment ein sehr gutes Klima in der Stadt haben. Und die Frage der Kosten, das ist natürlich eine Situation, die ist für Kommunen ärgerlich. Das will ich durchaus sagen. Wir machen ganz aktuell sehr viel Druck beim Bund auf, weil der Bund die Rahmenbedingungen schafft. Und man nennt das Konnexitätsprinzip. Das heißt, so etwas einfacher gesagt, wer das Bier bestellt, der muss es auch bezahlen. Und wir sind der Auffassung, dass die Unterbringung, die Versorgung von Flüchtlingen eigentlich finanziell eine Aufgabe des Bundes ist. Und mindestens wir, das ist jetzt die SPD, ich habe mich mit der Ministerpräsidentin vorgestern noch darüber unterhalten, wir machen sehr viel Druck darauf auf, dass wir die Finanzierung bekommen. Nicht so sehr wegen der Stadt Münster. Die Stadt Münster steht diesbezüglich durchaus noch etwas besser da, aber im gesamten Land gibt es natürlich Städte, da ist es so schwierig, dass es tatsächlich auch Probleme geben kann, dass soziale Dinge zurückgefahren werden. Und manchmal muss man auch über den Tellerrand denken und nicht nur für die eigene Stadt. Vom Bereich der Integration von Flüchtlingen, Flüchtlingskindern in den Schulalltag, in den Kindergartenalltag oder in die Tagespflege zur Inklusion. Ich möchte hier ganz pauschal fragen, Inklusion zum Thema Inklusion, Inklusion um jeden Preis. Muss Inklusion um jeden Preis durchgesetzt werden an den Schulen, in den Kindertageseinrichtungen? Gibt es eine Form von Inklusion Light vielleicht? Wie stehen Sie dazu? Das ist sehr schwierig. Ich meine, dass man das pauschal nicht beantworten kann. Inklusion bedeutet ja in diesem Fall, Sie meinen ja Inklusion von Kindern mit Handicap, Inklusion bedeutet ja, je nachdem, mit wem Sie sich unterhalten, dann auch noch viel mehr Gruppen. Aber wenn wir diese Gruppe jetzt betrachten, dann bin ich der Auffassung, dass es zuallererst mal unsere Aufgabe ist, das Elternrecht und das Recht der Kinder zu respektieren als Verwaltung. Wir als Verwaltung haben ja bei dem Thema Inklusion die Voraussetzungen zu schaffen. Das heißt, wir müssen Voraussetzungen schaffen, dass Räume vorhanden sind. Wir müssen Voraussetzungen schaffen, dass natürlich auch der Integrationshelfer, die Integrationshelferin da ist. Wir müssen Voraussetzungen schaffen, dass Lernfelder ermöglicht sind. Das ist vollkommen richtig. Das, meine ich, ist auch ein richtiger Ansatz. Dennoch ist nicht für jedes Kind nach meinem Verständnis Inklusion in einer laufenden Klasse richtig. Ich bin der Auffassung, dass es neben der Inklusion oder ich sage jetzt mal auch Integration in einer laufenden Klasse auch die Möglichkeit geben muss, dass es eine Förderschule gibt, in der die ganz spezielle Förderung für das Kind stattfinden kann, wenn sie eben dort besser gewährleistet werden kann als eben in einem Klassenverbund. Das kann ein Politiker so nicht entscheiden. Entscheiden kann ich nur, dass beide Ebenen vorhanden sein müssen, damit Eltern und Kinder die richtige Entscheidung möglichst auch mit einer guten Beratung für die Kinder herbeiführen. Insofern meine ich nicht um jeden Preis, wenn es um die Frage der Integration in einen Klassenverbund geht. Die von uns nun genannten Aspekte betreffen insgesamt ja die Qualität des Lebens in Münster auf jeden Fall. Können Sie noch weitere Aspekte nennen, die für Sie familienfreundliches Wohnen und Leben in Münster ausmachen? Oh ja, da kann ich eine ganze Menge nennen. Wenn man aber jetzt erstmal zum Thema familienfreundlichem Wohnen kommt, dann ist vielleicht als allererstes die Frage, ob ich überhaupt die Wohnung bekomme, die ich für meine Familie benötige. Benötige ist vielleicht ein schwaches Wort, ich würde vielleicht auch sagen Wünsche. Und da geht es natürlich zuallererst mal um die Frage der Lage der Wohnung, wo ist sie? Es geht um die Frage des Preises, kann ich sie finanzieren? Es geht aber auch um die Frage von Wohnungszuschnitten, das heißt, ist sie überhaupt familien- oder kinderfreundlich oder nicht? All diese Dinge
Das sind sozusagen die allerersten Grundlagen, die mir da so einfallen. Die andere Frage ist natürlich, wenn ich eine solche Frage für mich aufnehme, auch, was haben wir denn insgesamt für eine Mischung in der Stadt? Haben wir segregierte Gebiete, haben wir nicht segregierte Gebiete? Kann mein Kind von anderen lernen? Können andere Kinder von meinem Kind lernen? Und da wünsche ich mir schon eine hohe soziale Mischung in dieser Stadt. Die haben wir zu Teilen nicht mehr. Wir haben einen angespannten Wohnungsmarkt, wir haben Verdrängungen im Wohnungsmarkt und wir haben viele Menschen, die im Moment die entsprechende Wohnungsgröße noch nicht mal bekommen für ihre Familie mit den Kindern. Was sind da die Aufgaben eines Bürgermeisters, um diese Dinge in die Hand zu nehmen und um da die entsprechenden Grundlagen zu schaffen? Ich versuche es ganz charmant, eines Oberbürgermeisters, würde ich sagen. Die Aufgaben eines Oberbürgermeisters sind zunächst einmal, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass genug Wohnraum überhaupt entsteht. Und diese Rahmenbedingungen, die müssen so sein, dass Wohnraum für alle Schichten ausreichend entsteht und er so stark entsteht, dass wir eine geringe Leerstandsquote für die Fluktuation haben. Davon sind wir weit entfernt. Wie macht man das? Das ist ja letztlich die Frage, was kann ein Oberbürgermeister tun, dass das entsteht? Wir wissen natürlich, dass der Oberbürgermeister das nicht allein macht, sondern eben mit seinen politischen Gremien. Und insofern erlauben Sie die Formulierung so, wie sie war. Aber natürlich mit Blick auf die Oberbürgermeisterwahl habe ich die Frage so gestellt. Ich bin der Auffassung, dass als Oberbürgermeister oder dass ich als Oberbürgermeister zunächst mal die Aufgabe habe, ausreichendes Bauland zu generieren. Wir haben im Moment nicht mehr ausreichendes Bauland. Die Stadt hat viel zu viel Land verkauft, um stetig den Haushalt zu sanieren. Jetzt stehen wir da und können nicht ausreichend bauen aus der eigenen Kraft heraus. Das bedeutet, zunächst Bauland zu generieren. Wenn das Bauland dann soweit ist, muss man auch darüber nachdenken, wer baut dort was. Also nicht einfach es dem freien Markt im klassischen Sinne überlassen, sondern ein Planungsrecht über diese Bereiche zu legen, die sicherstellen, dass mindestens die Hälfte oder sagen wir mal mindestens ein Drittel sozialer Wohnungsbau ist, dann vielleicht noch mal ein Drittel angepasster Wohnungsbau im Sinne von nicht hochpreisig, dann ein Drittel von Eigentum. So ungefähr könnte das aussehen, zumindest wenn ich es zu bestimmen habe. Und das würde dann bedeuten, dass genau für die Familien in diesen Bereichen ausreichender Wohnraum entsteht. Richtigerweise muss man aber sagen, dass der Wohnungsmarkt im Moment derartig desolat ist, dass es sicherlich einige Jahre benötigt, bis für Familien wieder ordentliche Wohnungen zur Verfügung stehen, in ausreichendem Maße. Neben den genannten Themen haben Sie ein besonderes Anliegen, ein persönliches Anliegen in einem der Bereiche der Familienpolitik, wo Sie sagen, da möchte ich ansetzen, wenn ich Oberbürgermeister bin und das ist was, was mir ein Dorn im Auge ist, das ist etwas, wo ich Münster voranbringen kann, wo ich was Neues in Münster bringen kann. Gibt es da irgendetwas? Ja, natürlich gibt es da etwas. Es kommt ja ein bisschen so aus meiner Berufsbiografie heraus. Ich bin Jugendamtsleiter gewesen, ich bin auch Bürgermeisteramtsleiter gewesen und habe mich in den besonderen sozialen Diensten beruflich ja auch befunden. Später war ich ja dann hier Dezernent in dieser Stadt, sodass aus diesem Blickwinkel heraus relativ viele Dinge mir bekannt sind, die man verbessern könnte. Und die Zukunftsfähigkeit der Stadt ist letztlich die Familienpolitik, die ich meine. Das bedeutet, ich möchte für die Menschen in dieser Stadt, und zwar für alle, auch für die, die hinzukommen, zunächst mal genug Wohnraum haben, genug Kindertagesstätten, genug soziale Bereiche entwickeln, entsprechend der Menge der Menschen, die hier zu uns kommen. Das bedeutet aber ganz konsequent auch, dass ich für diese Menschen auch Arbeitsplätze benötige, eben nicht nur die soziale Infrastruktur, sondern auch die Infrastruktur der Arbeitsplätze. Und daraus resultiert, das ist dann etwas eigenartig, wenn man bei Familienpolitik über so ein Thema spricht, aber resultiert auch die neue Technologie, die wir brauchen in dieser Stadt, damit diese Arbeitsplätze eben sicher sind und dass eben Mütter und Väter in der Zukunft auch ihre Familien gut ernähren können. Das heißt, für mich ist gute Familienpolitik auch eine gute allgemeine Fürsorge für alle Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt. Und da mache ich auch keinen Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Menschen, der
in dem Moment vielleicht keine Arbeit hat. Ja, damit möchte ich dieses Gespräch beenden. Wir hören im Hintergrund schon einen Teil der Lebensqualität dieser Stadt, das Baden am Kanal bei wunderbarem Wetter. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen und dafür, dass Sie uns die Fragen beantwortet haben. Wir hoffen, dass damit für die Wähler Ihr Profil geschärft wurde und dass dadurch vielleicht der eine oder andere Punkt gefunden wurde, um eine Entscheidung leichter zu machen, die Qual der Wahl zu treffen. Vielen Dank, Herr Könke. Auf Wiedersehen. Von mir aus auch herzlichen Dank an das Familienforum und natürlich auch herzlichen Dank an Sie. Ich meine, dass diese Fragen viele Menschen interessieren dürften und sollten. Insofern ist das ein echter Beitrag für unsere Stadt. Herzlichen Dank. Gerne.